Wandelt ein Klumpenroos Eisenerz in Silber oder Silbererz in Gold um? Wenn der Zauber eine Welt ist, bei sich trägt. Was? Was? Das will ich jetzt ausprobieren. Moment. Wie geht das denn bitte? Moment. Hä, wo ist das? Hä, bin ich jetzt blöd? Hä? Wie ist denn das überhaupt Spruch noch? Das ist nicht, das auch 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 nicht. Nein, nein, falsch. Nein, nein. Nein, 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 nein. Ach, da ist es. Ah, okay. Wann hat ein Klumpen. Das würde ich ja gerne mal versuchen. Golderz hinzugefügt. Golderz? Was mache ich denn mit Golderz? Moment. Sonstiges? Korundumerz? Golderz. Warte, ich mache jetzt mal einen Goldbarren. Die kann man bestimmt nur verkaufen, oder? Moment. Ach, kann ich ja nicht. Ich habe ja, hier ist ja kein Schmelzofen. Aber den Zauber behalte ich auf jeden Fall. Ich weiß zwar nicht, ob ich da jetzt irgendwie groß Gewinn mitmachen kann, aber wenn man damit tatsächlich irgendwie das in anderes Erz umwandeln kann und damit viel Geld verdienen kann, das wäre doch total geil. Das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Noch mehr Zaubertränke. Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. Wir haben jetzt auch haufenweise Eisenerz. Was haben wir jetzt, glaube ich? Das Lösegeld für Zarek. Bringt uns leider nichts. Schade. Lederstiefel, Holzschale brauchen wir nicht. Ich würde auch nochmal gucken, ob es hier irgendwo eine Erzader noch gibt. Okay, sieht nicht danach aus. Okay. Hier vielleicht noch irgendwo. Da, das sieht aus. Eisenerz. Okay, nehmen wir. Können wir ja in Golderz umwandeln. Goldbarren? Es gibt sogar keine Goldbarren. Ich habe noch nicht gesehen, was man mit Goldbarren verbessern müsste, oder? Rubine hinzugefügt. Ich hoffe, die sind so viel wert, wie sie anzeigen. Das wäre so geil. Da könnten wir uns jetzt irgendwie einen Haufen Geld machen. So, diese Erzader ist erschöpft. Ist egal, die ist auch fertig. Das ist schon die nächste, glaube ich. Ist das auch einer? Nein. Das ist doch auch einer, oder? Ja, Eisenerz. Was ist das für ein Pilz? Ein rauer Wüst. Hä? Eine Falle habe ich gar nicht gesehen, wurde schon hier ausgelöst. Habe ich gar nicht gesehen. Ach da, ach so, das war das. Ich habe Lydia, ach Lydia hat das für mich abgewehrt. Das ist nett von dir, Lydia. Ich wäre wahrscheinlich gestorben. Scheiße, habe ich gar nicht gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier Fallen gibt. Dachte, Banditen sind doof. Okay, ganz am Anfang gab es auch schon die Steinfalle. Ich weiß, jetzt haben wir jetzt eigentlich schon. Müsste inzwischen eine Menge sein. Mal kurz, ich lasse mal ganz kurz gucken, wie viel Eisenerz wir haben. 33. Das wäre eine Menge Golderz. Und wenn das Gold einiges wert ist, dann wäre das wirklich super, duper, mega, ober, krass gut, super. Was ist das? Rauer Wüstling. Ach, gibt's hier keine Blasenpilze mehr. Ha, habe aufgepasst. Gibt's da noch mehr davon? Ich sehe gerade keine. Ist das eine Erzader? Das Blaue, da könnte doch eine Erzader sein. Erz? Eisenerz. Du, 34 Eisenerz. Haben wir noch Eisenerz in der Truhe oder haben wir das schon zu Eisenbarren gemacht? Keine Ahnung, ist auch egal. Ziel Himmelsrand. Ach man, da geht schon wieder raus. Schade, mir hat die Mine gefallen. Na gut, wieder raus. Wir haben ja alles gemacht. Und dann will ich jetzt wissen, ob Goldbarren so viel wert sind, wie ich denke. Au, au, was zum. Hä? Was hat mich jetzt gerade angegriffen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was? Aktivieren? Ach, neben dem Geldbeutel. Habe ich gar nicht gesehen, dass da was lag. Au! Ach so, die Stacheln, die tun mir weh. Wenn ich nur dagegen laufe, das wusste ich gar nicht. Hochelf. Da liegt auch noch ein Geldbeutel, glaube ich. Den würde ich schon ganz gerne haben. Ich speichere mal kurz vor, bevor ich mich an den Stacheln töte. Ja, genau, das habe ich befürchtet. Okay. Wie komme ich denn da vorbei, ohne mich zu pieksen?
Nein. Nein. Okay, dann lassen wir es. Ist doch egal. Es ist auch sowieso nur 30 Gold oder so. Ist doch Wurst. Gehen wir zurück nach Weißlauf. Weißlauf? Weißlauf? Was ist das? Achso, ja, Kopfgeld. Stimmt. Nein, nein, nein. Erstmal nicht. Oder? Doch, doch. Machen wir. Da können wir von da aus auch zur Schmiede laufen. Ist doch jetzt auch egal. Bei einem sehr hohen Kopfgift wird die Wache des Fürsten untersuchen, die gesuchte Person anzugreifen. Aber ach so, das ist. Das ist. Ich hätte etwas gehört. Bandit? Hä? Ihr wart ein guter Freund für mich. Bedeutet mir etwas. Für das zweite Mal, dass aus mystischen Gründen ein Bandit in der Stadt auftaucht und mich angreift. Interessant. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Hat er gerade den Jarl überfallen oder was? Wurde sie einfach nur mitgebeamt, weil ich mich gerade weggewarpt habe. Eisenpfeil, wir haben 619 Eisenpfeiler, so scheiße. Und der ist natürlich wieder nicht da, der blöde Sack. Wann war denn der letztes Mal da? Um wie viel Uhr? Ich weiß es gar nicht. So, hier, 10 Stunden. Ja, 9 Stunden, dann ist es um 10. 10 Uhr AM, da ist aber doch wohl da. Der muss da sein. Und der ist nicht aufzufinden. Okay, dann warten wir noch mal ein paar Stunden. Komm, jetzt ist es Mittag, jetzt muss er da sein. Nein, der Jarl ist da, aber der... Doch, nee. Nee, das war er nicht. Das war eine Wache. Wache. Nicht Waffe, Wache. Was benötigt ihr? Doch, ich kann das auch bei ihm machen. Okay. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Hunderte Treu. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Ja, 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 und ich habe Eisenerz zu schmelzen. Quatsch, nicht Eisenerz, Golderz! Golderz! Und ich will gucken, dass ich die ganzen Edelsteine irgendwie verteckt bekomme. Meine Musik hat gewechselt. Da liegt jetzt der tote Bandit, der wird jetzt für immer rumliegen. Ups, nein, nicht die Stelle von Weißhoff, da will ich gar nicht hin. So. Da wollen wir nochmal sehen, ob Golderz uns, Gold irgendwas bringt. Ja, 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 ja. Drinnen gibt es noch mehr. Stahlbarren? Hier gibt's gar keinen Goldbarren. Doch, doch, da, Gold. Fordert zweimal Golderz. Sind 100, ist 100 wert. Ja, ist einer der wertvollsten mit, aber damit kann ich, glaube ich, nicht... Veredelter Malachit. Aber damit kann ich doch nicht... Der fordert zweimal Ebenerz. Ja, wo kriege ich das denn her, ihr Witzigen? Eisenbarren sind nur 7 wert. Dann mache ich doch gleich mal nochmal diesen lustigen Zauber. Habe ich das schon als Favorit? Ich glaube nicht, ne? Doch, da. Silbererz. Hä? Ich wollte Golderz haben. Habe ich jetzt genug Gold? Nee. Und Silber? Wo ist Silber? Silber. Habe ich auch nur eins. Also hat der Zauber nur einmal funktioniert, oder wie? Wie viel Magier braucht denn das? Moment. 88. Wie viel habe ich? 100 irgendwas? Golderz. Geht doch. Jetzt könnte ich einen Goldbarren machen. Goldbarren hinzugefügt. So, was kann ich damit jetzt machen? Kann ich damit irgendwas schmieden? Schmuck. Ach, so viel Schmuck ist ja wahrscheinlich gut, ne? Ja, Goldbarren, na toll. Das brauche ich aber nicht. Oder brauche ich das? Nee, glaube ich nicht. Hm. 3800 Gold. Ich glaube, ich besuche jetzt mal ich habe seinen Namen vergessen. Wie hieß denn der Typ? Lucan Valerius. Lucan Valerius. Im Shop von Flusswald. Im Flusswald Handelskontor. Vielleicht will der ja unsere Edelsteine haben. Zack. Nein, kennst du nicht. War das hier? Nee. Ich mach mal zwischendurch immer noch ein bisschen Golderz. Hat noch sogar noch geöffnet. Sehr schön.
Bei Goldbarren werde ich sowieso für kaum was loskriegen. Ich kriege ja kann nicht genau das, was die uns sagen. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Also für Gold hast du gar nicht. Mal gucken, wie viel kriege ich denn für... Ups, für so einen Goldbarren. Goldbarren, Goldbarren, Goldbarren. Da Goldbarren. 39, ja, hurra. Ach so, ja, ich wollte mir das sowieso verkaufen. Also, ich mal sehen. Amethyst, 47. Korundum-Erz, ist gar nicht mal so wenig wert. Dietriche, 96 Dietriche haben wir inzwischen. Wo sind denn unsere Edelsteine alle? Granatstein da. Ja, könnten wir machen. 200 machen wir. Wo sind die anderen? Makelloser Amethyst. Makelloser Granatstein. Gibt 400. Sehr schön. Oh, der toll, der hat weniger. Nein, wir machen das jetzt natürlich nicht. Rubin. Oh, die sind schön viel wert. Oh, die sind noch mehr wert. Oh, die Saphire sind richtig viel wert. Einen Teller kannst du haben. So, jetzt habe ich ihn bis auf 12 ausgeschöpft. Habe ich irgendwas, was noch 12 wert ist? Hm. Ach, ist auch egal. Ich habe ihn geschröpft. Vielleicht kann ich ja was kaufen. Was Schönes. Ja, yuppie, yay. Goldene Rubinhalskette. Warum soll ich die denn kaufen? Steigert Magicka um 40, das ist ja auch interessant.